Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Workers and Resources Soviet Republic. Wir sind wieder in Kolow, wo wir beim letzten Mal sehr, sehr spontane Renovierungsarbeiten gemacht haben. Hier werden neue Strukturen gerade aufgebaut, neue Verteilungen für Kies, ein neuer Bitumentank und so weiter. Guck mal, die Pipeline ist sogar schon fertig hier, das als erstes Teil, und auch hier die Straßen, die ich unglücklicherweise leider asphaltiert habe, was nicht unbedingt hätte sein müssen, sind in Arbeit. Die Zisternen tanzen hier am Bitumentank herum und saugen ihn schon mal leer. So wie dieser Bitumentank da, das könnte ich tatsächlich mal eben, mach den mal nicht ganz leer. Oder doch, mach den ganz leer, egal. Ich hatte überlegt, ob ich nicht noch was drin lasse, was ich dann direkt hier reinpacken kann. Aber ehrlich gesagt, so schlimm wichtig ist das nicht. Okay, dann lassen wir aber jetzt hier grundsätzlich mal die Finger von aus dem Kohlof-Krams. Wir gucken mal, aber die Ziegelfabrik, die ist nämlich fertig geworden. Und da müssen wir jetzt einiges tun. Schau, es fehlt Kohle. Warum fehlt Kohle? Weil ich dieses dämliche Stück Förderer vergessen habe zu bauen. Okay. Ja, dann gehen jetzt hier eine Menge Arbeiter in die Ziegelfabrik und produzieren erstmal keine Ziegel. Alles klar? Kann ich nachvollziehen. Was machen wir denn? Wir können ja trotzdem schon mal die Logistikverbindung ansetzen, würde ich sagen. Ne? Also wir haben hier ein Lager, in das kontinuierlich Ziegel kommen. Will ich das Lager überhaupt verwenden als Entnahmelager für Bauprojekte? Ich glaube nämlich nein. Die Antwort ist nein. Aber dieses Lager muss in irgendeiner Form Ziegelexporte machen. Das ist kompliziert jetzt. Da muss ich ein bisschen länger drüber nachdenken. Wir haben hier ein Import-Export-Büro. An dieses Import-Export-Büro setze ich das Ziegellager dran. Das ist das hier. Das nennen wir auch mal um. Das ist das Kohl-Ziegellager-Fabrik. Schnell mal einen Schluck Lipton Raspberry Ice Tea. Dieses Lager soll verwendet werden als Entnahme und da darf unbegrenzt viel rausgenommen werden. Okay. Dann haben wir das Pull-off-Baumateriallager. Da sollen Ziegel entladen werden. Völlig richtig. Völlig, völlig richtig. Hervorragend. Der Ziegelimport von der Grenze ist damit eigentlich überflüssig geworden. Stattdessen machen wir einen Ziegelexport an die Grenze. Und das Baumateriallager ist nicht als B-Ladepunkt. Alles klar. Dann würde ich sagen, reicht das eigentlich schon an Einstellungen. Passieren kann jetzt noch nichts, weil hier keine Ziegel gelagert sind. Ich hoffe, dass dieser Förderer zeitig gebaut wird. Sieht aber gut aus. Da wird zumindest schon mal Stahl gebracht. Und was brauchen wir da noch? Mechanische Komponenten. Ich denke damit... Das ist echt ärgerlich, dass ich das Ding jetzt vergessen habe zu bauen hier. Ich würde jetzt sehr gerne die Ziegelfabrik in Auftrag... nicht in Auftrag. Ihr wisst, was ich meine. In Betrieb nehmen. Dankeschön. Ist auch reichlich komisch, dass wir hier eine Direktverbindung haben. Und da... Ah, ich erinnere mich, da wollte ich noch was machen. Geht das? Moment, Förderer. Rein theoretisch kann ich da rein fördern. Das ist eine lange, lange Förderstrecke. Die würde mir aber auch viel, viel Arbeit ersparen. Nämlich die ganzen LKW, die da langfahren. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich das noch schnell mache. Ja, komm, ich brauche Fördertürme. Und zwar den Mod-Förderturm wie immer. Das ist übersichtlich vom Aufwand her. Tatsächlich, das kann man hinkriegen. Also, ich möchte gerne so weit wie irgendwie möglich. Wow, das geht fast mit einem Turm. Schaut mal. Also, aber haarscharf. Ja, es geht so eben nicht mit einem Turm. Aber das macht nichts. Das finde ich eigentlich auch... Also es muss auch nicht mit einem Turm gehen, wenn ich ehrlich bin. Ich werde das mit zwei Türmen lösen. Und zwar einer
hier hin. Und einer hier hin. Ne. Ne, noch nicht ganz. Aber schon, schon fast. Keine Sorge, das geht jetzt deutlich schneller als beim letzten Mal. Es sei denn, ich finde das Ding jetzt hier nicht mehr. Conveyor, 3-Rail, also über 3 Schienen hinweg, alles klar. Railcross, bin ich doof? Bitte nicht antworten. Also nochmal, wir bauen das hier links und rechts von dem, was ist das hier eigentlich? Ein Wärmeverteiler, naja. Also wir bauen da einen hin. Und da dann noch einen hin. Das so haben. Das ist natürlich ein Monster, ne? Aber eine riesen Förderband. Aber ich baue das tatsächlich. Ich glaube, das ist gut. Wir können da uns sehr, sehr viel Zeit sparen. Wir machen das mal. Och Mann. Oh, ey, das finde ich ätzend, dass sie ihre eigenen Straßenverbindungen hier sie blockieren. Okay, geht nicht. Dann alles nochmal zurück. Dann dürfen wir nicht so einen spitzen Winkel haben, aber das ist auch machbar. Dann reißen wir die beide nochmal ab. Eine Sekunde. Ich mach nochmal auf Pause, wenn ich das mache, ja? So, Leute, da bin ich wieder. Also, wir wollten heute nicht so viel Quatsch machen, deswegen habe ich beschlossen, dass ich das mal eben so löse. Also, das ist natürlich die größte Förderstrecke, die wir jemals gebaut haben. Und die braucht auch mal geschmeidige 45 Tonnen Stahl hier und sowas. Aber wenn wir das fertig haben, dann können wir hier... ja, sollen wir die LKW, die von hier oben noch hierhin beliefern, abschaffen und sparen uns so ein bisschen Traffic auf wieder. Außerdem finde ich es ehrlich gesagt cool. Also wenn hier die Kohle liegt, sie dann dahin zu fördern, ist schon eine schöne Sache. So, dann wäre das erledigt. Wie sieht es aus hier mit dem Förderband? Ist das vielleicht schon so weit, dass man drauf warten kann? Nein, 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 da fehlen noch die mechanischen Komponenten und 100 Arbeitstage sind auch gar nicht mal so wenig. Dann sind wir hier weiter fortgeschritten. Ja, er hat stark angefangen, stark nachgelassen, würde ich sagen. Ach, hier fehlt Asphalt. Hier fehlt... Und hier fehlt... Ja, natürlich fehlt hier Bitumen. Hier fehlt Bitumen, okay. So, jetzt die große Frage, was machen wir? Will ich... Ja. Ganz ehrlich, Leute. Manchmal... muss man auch seine Prinzipien mal überdenken. Ich kaufe diesen Bitumentank hier. Und die Straße, die dahin führt, kaufe ich auch. Ich habe sie aus Versehen aus Asphalt gebaut, muss ich auch sagen. Aber... nehme das zum Entladen und mache es voll. Okay. Achso, und mache es voll Bitumen, bitte. Sonst bringt er hier noch Treibstoff hin. So. Komm. Und geht das hier mal vorwärts, sonst dauert das ewig. Und dann könnt ihr auch direkt hier das Bitumen rüber shiften. So. Leute, dann sind wir jetzt hier endlich mal fertig, hoffe ich. jetzt endlich mal ein lange geplantes, gewähntes, gedingstes, was weiß ich, Projekt. Ja. Auch mit Umbauarbeiten verbunden. Aber mit, ja. Umbauarbeiten nicht ganz so am offenen Herzen wie vorher. Das bekommen wir schon hin. Ich würde gerne Folgendes machen. Diese Schiene soll hier natürlich den Bahnhof bedienen und dann hier über den Fluss in eine Brücke. Aber ich möchte die Brücke nicht über das Heizrohr machen und ich möchte die Brücke nicht über die Straße machen, sondern ich möchte eine Straßenbrücke haben, die das hier tut. Und ich denke, das muss das erste Projekt sein. Dazu pausieren wir hier einmal und reißen hier ein ganzes Stück Straße ab. Wir haben ja inzwischen den Luxus, dass wir diese Straßen relativ easy wieder bauen können. So, und jetzt brauchen wir was, was relativ breite Pfeiler hat.
Bogenbrücke, die hört sich gut an, die will ich haben. Verbindungswinkel ist zu scharf, ja. Ich glaube, wir müssen erst einmal so raus. Ich hätte den Anschluss aus Asphalt sicherlich lassen können. Ich will eine Bogenbrücke bauen. Die geht 1, 2, 3 Klicks hoch. Und wie weit müssen wir sie bauen? So, da ist das Minimum. Die Richtung passt, würde ich sagen. Und dann brauchen wir eigentlich gar nicht so ein Riesenteil zu machen. Nee, ich will, also gerade soll es dann schon werden. Normale Bogenbrücke ohne alles. So. Ja, fast gut. Jetzt müssen wir so noch hochbauen. Boah, Brücken bauen ist auch anstrengend. Ah. So, ne? Wollen wir das eigentlich nur haben? Mehr soll das gar nicht sein. Das war da mit einem Gleis und drunter herkommen. Wie weit müssen wir denn? Oh Gott, da ist aber ein ganzes Stück hier. Daran kommen wir nicht, okay. So. So ist gerade. Dann nehmen wir. Oh. Eigentlich. Nee. Nee. Will ich nicht. Mag ich nicht. Nein, müssen wir noch mal machen. Nichts für ungut, aber. Soll ja schön aussehen. So, also ich will von da gerade nach da. So soll das aussehen. Das heißt. So. So. Und so. Und wenn das jetzt hier dran passt, ja, dann ist das meine Brücke. Perfekt. Die kann gebaut werden. Jetzt brauchen wir natürlich eine Umgehungsverbindung, die hier so durchführt. Das ist aber nicht das Riesenproblem. Sprach er. Und stellte fest, dass es das vielleicht doch ist. Ich würde sagen, wir machen erst die Pipeline. Die soll einfach hier parallel zur Brücke laufen. Muss leider auch einmal komplett erneuert werden. Aber Neubauten oder Ersatzbauten, finde ich, sind so ein bisschen das Salz in der Suppe hier. Ne? Das ist keine normale Pipeline, sondern ein Heizungsrohr. So, ich weiß, dass ein Heizungsrohr teuer ist, aber wir wollen es trotzdem ja vernünftig haben. So. Jetzt bitte. Ne, noch nicht ganz. Ich hätte das gerne näher da dran, würde ich von meinem Geschmack her sagen. Wie nah kriegen wir denn das da dran? So ist das. Ja, ohne jetzt irgendwelche dummen Rückkurven bauen zu müssen, wäre das das Maximum. Ich würde sagen, so sind wir schön parallel. So, und jetzt hier mit einem... Komm. Wir gönnen uns, wir gönnen uns. Noch nicht ganz. Kriegen wir das so hin? Ja. So. Jetzt haben wir ein schickes Heizungsrohr und jetzt hoffe ich, dass die Gleise da unten drunter passen. Sagen wir einfach bauen. Aber jetzt, so, Gleise. Auf Beton. Ich baue hier jetzt erstmal die Gleise durch und zwar würde ich sagen hier irgendwo in einem geraden. Ja, easy going. Easy going. Perfekt. So soll das mal werden. Dann kann das da alles gebaut werden. So, und jetzt bauen wir... Ne, wir bauen immer noch die Umfahrungsstrecke. Wir bauen jetzt erstmal das Hauptgleis. Was hier so parallel zum Bahnhof fahren soll. Und dann da so raus.
So soll das laufen. Perfekt, Leute. Finde ich viel, viel schöner als vorher. Also als vorher, die erinnert euch noch an die Krüppellösung, die hin. Aber ich bin noch nicht fertig. Von daher warten wir erstmal ab. So, jetzt möchte ich die Möglichkeit haben, den Bahnhof anzufahren. Und zwar natürlich erstmal das Wichtigste vom rechten Gleis in den Bahnhof rein. Vom Bahnhof aus möchte ich aber auch wieder zurück theoretisch können in das rechte Gleis. Das können wir so machen. Und hier brauchen wir das gleich an sich nochmal. Können wir so machen. Und es ist weitläufig, aber es passt. Also von daher akzeptieren, was wie es ist. Und das kann gebaut werden. Sehr, sehr schön. Viel, viel besser. Und jetzt brauchen wir hier noch die Brücke rüber. Eisenbahnbrücken. Einmal kurz checken. Haben wir hier irgendwo schon irgendeine Eisenbahnbrücke? Doch, hier haben wir eine im Auftrag tatsächlich. Das ist hier so ein Gitterkastending, so ein Riesenteil. Ich würde das gleiche vielleicht auch nochmal hier setzen, oder? Weil das so ein bisschen von der Uniformität her Sinn machen täte. Und zwar so. Schauen wir mal. Also, diese Fachwerkbrücke mit Trolleybuskabel. Eine Stahldeckfachwerkbrücke. Eisenbahnbrücke. Ist das die? Gucken wir mal. Das ist eigentlich so ein richtiger Kasten. Ich steige da echt nicht durch. Gucken wir mal eben. Also, das hier sind diese. Ich glaube, das ist die hier. Mit Trolleybuskabeln. Okay. Die hier ist sowas. Oh mein Gott. Ich habe jetzt auf alle Pläne abbrechen gedrückt, aber ich hoffe. Ja, alles klar. Ich hatte hier vorhin alles in Auftrag gegeben schon. Ne, und die ist so abgeschritten. Ich glaube, das ist diese Fachwerkbrücke mit Trolleybuskabeln, die ich hier gebaut habe. Ich hoffe, dass die hier nicht so eine dämliche Stromkabelanzeige hat am Ende, wie ich die im Mutterland habe, die ich da nicht wegbekomme. So, von wo nach wo wollen wir? Wir wollen. Wo wollen wir denn hin? Wir wollen hier hin. Also ist eigentlich egal, von wo nach wo. Ich will hier außen dann. Okay, also hier eigentlich. Hier will ich durch. Ne, noch nicht mal unbedingt. Ich will eigentlich hier durch. Ich würde sagen, wir wollen ja gebührenden Abstand halten von unseren bestehenden Gebäuden. Also gehen wir hier nochmal einen Schritt zurück mit den Schienen. Passend tut es ja auf jeden Fall. Und dann wir könnten auch so machen und dann uns elegant am Heizrohr lang bewegen. Das finde ich echt cool. Das versuchen wir. Also, wir wollen hier, das ist auch die kürzeste Strecke für diese Brücke. Kann nicht über Wasser enden. Also, versuchen wir das mal so. Schief. Neuer Versuch. So. Bevor ich das jetzt weiter verfolge. Also passend wird das, aber bevor ich da weiter voll gucke, mal immer, wie die Schienen da gescheit rankriege. Zu scharfe Kurve nämlich, habe ich mir gedacht. Noch nee, Moment. Das muss ja so auch gar nicht aussehen. Wie wäre es denn, wenn wir das erstmal. Wenn wir einfach ein Stück weit zurückgehen, passt das dann? Ja, das passt. Und das sieht auch gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Oh, nee, das war scheiße. Manchmal will ich einfach den Abstand nicht halten.
Okay, also komischen Schlenker fahren wir jetzt mal, aber den finde ich ganz passend, weil wir uns halt eben an den Rohrleitungen auch orientieren. Und dann geht es hier über das Wasser. Da wäre jetzt die Frage, wollen wir noch über die Straße drüber? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, wir machen das. Wir gehen bis hier ganz am Ende drüber. Ja, so riesig lang ist das jetzt immer noch nicht. Und dann können wir da in Ruhe eine Rampe bauen. Und dann hier. Ah, wo war die Rampe? Ne. Ne. Wollen wir nicht. Will ich nicht haben. Ne, nicht Gleissignal, sondern Gleisbau will ich abbrechen. So. Nochmal. Also, wir wollen nicht über die. So, wir wollen die kürzestmögliche Strecke, die parallel zu den Rohren. So. Ja. Und jetzt hoffe ich, dass wir hier noch gescheit runterkommen. Weil dann kann ich hier so richtig schön wieder da lang. Aber wird wahrscheinlich nichts. Doch. Freunde der Sonne, es geht. Ja, also es wird gehen. Es ist, also Brückenbau ist wirklich wahnsinnig fummelig, weil man auf so viel achten muss. Es wäre super schön, wenn man hier einstellen könnte, baue bitte die Brücke gerade. Irgendwo so fixieren. Würde mich sehr, sehr glücklich machen. So. Und hier gehen wir erstmal so rüber, würde ich sagen. Das ist keine Strecke. Na, ich weiß noch nicht. Na jo, Leute. So. Jetzt will ich da erstmal hoch. Und da ist mal gerade in den Bahnhof rein, oder? Nee, eigentlich will ich da nicht in den Bahnhof rein bislang. Ich baue das jetzt erstmal so. Das dauert eh noch sehr, sehr lange, bis das überhaupt mal in Angriff genommen werden wird, hier denke ich. Und dann schauen wir weiter. Sonst sind wir doch erstmal ganz zufrieden. Ein Schluck von besagtem Eistee. Eine Sekunde. So, was ist denn hier mit unserer Dieselstation? Warum wird denn hier nichts gemacht? Allgemeines Bauen Koloff. Okay, grundsätzlich werden hier Sachen gebracht. Achso, ich denke, das wird die kurzfristige Asphaltknappheitsschuld sein, die wir hatten. Ist das denn gelöst mit dem Asphalt? Haben wir hier jetzt Bitumen drin? Nein, haben wir nicht. Warum nicht? Verbundene Fahrzeuge. Zisterne. What the fuck? Nur Bitumen soll hier gespeichert werden. Ah, ich kann das nicht abbrechen, ne? Ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Ich schmeiße die Ladung von dieser Zisterne hier weg. Bevor die mir hier irgendwie Treibstoff reinknallt. Nochmal, ich habe doch hier gesagt. Nein, tatsächlich. Ich habe wirklich und wahrhaftig Treibstoff angeklickt. Das war natürlich sehr dumm. Also, wir nennen das Koll-Bitumen-Tank Asphalt. Wundervoll. Ich hoffe, jetzt lösen wir das Problem. Es müsste eigentlich noch einer kommen, der das mal in Angriff nimmt. Zisterne. So, Herrgottsakrament, wieso? Da Bitumen. Nee, du machst immer noch Mist. Also, diese Zisterne hier ist die Zisterne unserer Träume. Die verfolgen wir jetzt mal kurz, weil ich das tatsächlich mal eben abschließen möchte.
Mach auch auf schnell. Könnten wir eigentlich mal eine nette Rundfahrt draus machen. Ja, durch die traumhaften Wahnsinn, traumhafte Strände. Koloff, wohnen, wo andere Urlaub machen. So, du fährst jetzt hier rein, nehme ich an. Fährst du nicht? Achso, nee, du hast Bitumen mitgebracht von hinten. Das war, ja, sagen wir, mäßig schlau, aber gut. Wir haben jetzt hier wieder, wir haben auf jeden Fall wieder ein bisschen Bitumen. So, das heißt, dass die nächsten Asphaltprojekte jetzt hier auch gemacht werden können. Okay, und jetzt lüptet hier. Okay, du willst auch sehr, sehr weit weg mit dem Asphalt. Alles klar, das hat uns ein bisschen zurückgeworfen, der Umbau. Aber das liegt jetzt in der Vergangenheit. Wie sieht es mit anderen Bauprojekten aus? Schauen wir mal. Wir haben das Eisenbahnbauland. Das ist das Putt-Eisenbahnbauland. So wollen wir es nennen. Das ist fast fertig. Das ist fertig. So. Jetzt geraten die Dinge plötzlich stark ins Rollen. Was wir hier noch brauchen, ist tatsächlich eine... Wir haben hier gar kein Gleiskreuz. Doch, hier ist das Gleiskreuz. Okay. Also, wir können hier Züge hin verlegen. Und das werde ich jetzt machen. Oder? Was kostet denn neuer? okay. Und hier ist noch gar nichts, ne? Also, Temperatur ist zu niedrig. Daran werden wir, glaube ich, nichts ändern. Achso, weil das ein Arbeitsplatz ist oder was? Das ist mir scheißegal, ehrlich gesagt. Wir haben keinen Kraftstoff, ja, und wir haben natürlich auch gar keine Rohstoffe. Also, nee, im Prinzip bringt es jetzt auch gar nichts, da was hin zu verlegen. Machen wir also nicht, aber wir können schon mal gucken, was kosten denn. Nee. Fahrzeuge, beziehungsweise haben wir da bessere jetzt. Oh mein Gott, der KZA 461 war unser bisheriges Standardmodell. Und es gibt den da. Aber Moment mal, nee, das kann ja nicht sein. Verlegekran, okay. Von 1985. Also, der hier macht Straßenbau Stufe 35 und fährt 50 km/h. Der fährt nur 20 km/h und ist auch nur Straßenbau 35. Das ist ein Mist. Leergewicht 102 Tonnen. Der hat ein Leergewicht von 93 Tonnen. Der hat 240 kW. Der hat sie, der ist ja klar schlechter hier, der sowjetische. Das, also manchmal verwundert mich das wirklich. Guck mal, der ist 17 Jahre neuer. Wird bis heute scheinbar gebaut. Der ist 1995 aufgehört worden zu bauen. Warum haben die denn das gemacht? Irgendwie muss es doch in den Spielwerten wiedergespiegelt werden, was diesen hier besser macht jetzt. Also sonst hätte man den ja nicht erfunden. Der ist teurer. Der ist viel langsamer. Der hat die gleiche Straßenbaugeschwindigkeit. Richtig, ja. Ein Drittel der KW-Leistung bloß. Und ist schwerer. Warum sollte ich den bauen? Spannende Frage, ich weiß es nicht. Was ich allerdings weiß, ist, wir haben ein Treibstoffthema hier noch, ne? Ne, gar nicht. Wir bauen hier da unten den Treibstofftank. Alles ist gut mit dem Treibstoff. Habe ich einen Treibstofflager an dem Eisenbahnbau und hier? Ne, der wird auch manuell angeliefert, der Treibstoff. Da sind wir bislang blind mit klargekommen. Alles klar. Dann wollen wir das auch weiterhin so halten. Aber das kann schon mal beliefert. Ne, kann auch noch nicht beliefert werden, weil wir das noch nicht fertig haben. Ja, richtig? Ja. Aber wir können die Zisternen hier auf jeden Fall schon mal ankaufen. Da werde ich auch zwei nehmen. KMZ45010. Kann man ja hinterher verlegen, wenn man dann noch ein anderes Fahrzeug braucht. Und auf jeden Fall möchte ich gerne. Ach, das können wir ja schon mal machen eigentlich, ne? Wir wollen das hier als Zielgebäude haben für Sprit. So, Sprit soll da dran. Und wo holen wir den Sprit ab? Eigentlich an dem Tank hier, ne? Also an dem Tank, den wir noch nicht haben. Aber ich würde sagen, für den Moment könnten wir tatsächlich uns auch den Sprit schon mal aus dem Sprittank holen. Treibstofftank. Hier, so. Temporär, finde ich, können wir das durchaus mal machen. Spritbeladung. So.
halt. Ich nehme an, die fahren jetzt auch direkt los. Ja, genau. Die holen jetzt Sprit und füllen da schon mal Sprit rein. Jetzt müssen wir ja das Ding hier bauen. Und da würde ich sagen, starten wir direkt mit. Schwergeräte, allgemeines Bauamt, Putzki, Kies, Arbeiter, perfekt. Ich würde sagen, wir packen sogar noch die Arbeiter von Koloff mit rein. Arbeiterkolonne, kann man das irgendwie so machen? Ja, können wir, perfekt. Hiraf, Trirov. Und was ist das nochmal? Das ist der Speicher für Kies. Ja, den müssen wir auch haben. Also bauen wir den auch. Und bauen hier auch nochmal die Kolonne ein. Zack. So, dann kann das gemacht werden. Und dann würde ich außerdem sagen, nee, die Spritbelieferung möchte ich jetzt hier eigentlich ungern unterbrechen. Ich könnte hier noch ein bisschen... Genau, wir machen noch eine kleine Kiesstraßenrunde und dann ist gut. Wir beauftragen hier das Putzki-Büro, Kies und Arbeiter für eine kleine Kiesstraße. Und... Ja, machen wir die hier auch eben. Komm. Also auch eine Buckelpiste hier. Nee, eigentlich. wo ich nochmal kritisch darüber nachdenke, was ich hier mache. Nein. Tatsächlich einmal glatt machen kurz. Also so viel Energie kann man vielleicht mal einmal aufwenden. Was ist denn hier los? Was ist denn das? So eine ganz strange Bodenwelle, okay. Wir wollen eigentlich auf die Höhe von diesem Gleis hier mit allem, würde ich sagen, ne? Ist das Gleis auch so krumm und schief? Nee. Ist schon ein bisschen schöner, wenn man mit Geld spielen kann. Also macht ein anderes Spiel draus ein bisschen, ne? Wir hatten ja lange Zeit und wirklich hatte ich keine Möglichkeit, mal ein Fahrzeug zu kaufen. Dadurch lernt man natürlich auch seine Lektion in Demut und Bescheidenheit. Aber es ist schon eine nette Angelegenheit, wenn man einfach mal sagen kann, okay, ich brauche jetzt hier 5 LKW, dann kaufe ich mir die halt einfach. So, bau das mal. Haben wir es, ne? Dann, zack, ich weiß gar nicht, ich glaube, Bevölkerungscheck habe ich irgendwann heute schon gemacht, oder nicht? Keine Ahnung, sonst fällt er heute auch mal aus. Ich glaube, wir haben eh viel Pause-Modus gehabt. Ja, okay. Also, das hier muss noch gebaut werden. Also, ich glaube, das ist relativ wichtig gerade, weil dann kommen unsere Schienenbauprojekte mal wieder in Fahrt. Und ja, die Schienenbauprojekte sind hier mannigfaltig. Achso, ja, hier ist ein Auftrag geben. Vielleicht soll ich das dann auch mal in irgendeiner Form. Ja, in irgendeiner Form auch jemandem sagen, dass er das bauen soll, sonst passiert ja nämlich nicht viel. Ich würde sagen, wir machen hier den Asphaltanschluss erstmal auf beiden Seiten. Bitte alle Büros. Bitte alle Büro. Oh, hier geht irgendwie nur das. Warum geht nur das? Okay, wir brauchen noch Schwergeräte, Bauamt zumindest. So. Können wir das hier noch ein bisschen forcieren? Die beiden fehlenden Ufergebäude, die könnten wir auch bei Zeiten mal bauen übrigens. Swimming in Sauna haben wir hier noch und die Universität, die Ivan Putski Universität. Ich würde sagen, die ist ganz attraktiv, dass wir die... Eigentlich können wir beides machen, ne? Achso, schaut mal hier, hier werden Arbeiter hingefahren. Ah, okay. Tja, die sind beide beauftragt, aber nur beim Arbeiterbüro. Das heißt, da werden immer Arbeiter hingefahren, aber keine Materialien. Das ist natürlich schlecht. Das wollen wir auch noch kurz ändern. Und zwar nehmen wir diese beiden Gebäude auch noch mit in unser Bauportfolio. Dann wird hier die Uferpromenade auch mal irgendwann fertig.
Okay, dann haben wir den Kindergarten. Der ist im Bau, keine Arbeiter, aber grundsätzlich in Ordnung. Okay, okay, okay. Dann sind hier, glaube ich, auch... Genau, hier ist der Straßenanschluss fertig geworden, aber die Querstraße noch nicht. Und hier fehlt auch noch was. Asphalt. Ja, Asphalt ist so ein Thema. Alles klar. Aber ich würde sagen, beim nächsten Mal werden wieder einige Dinge fertig werden. Und wir haben, glaube ich... Leute, ich glaube, es ist Erntezeit auch schon gewesen oder ist schon oder... Ja, wir ernten. Da würde ich ganz gerne mal eben einen Blick drauf werfen noch. Leider habe ich die alten Zahlen, also ja, wer die Muße hat, in den September 1987 in den alten Videos zu suchen, darf das gerne tun. Aber vermutlich niemand. Wir haben hier 440 Tonnen Pflanzen in dem Teil. Und wir müssen hier ganz dringend Straßensanierungsarbeit machen, um das... um die Verladestation rum. Dann haben wir noch hier. Okay, ah, die beiden Silos sind voll. Warum sind die denn voll? Das Verteilbüro. Ah, okay, das Verteilbüro fährt auch dahin. Das fährt wahrscheinlich immer zum kürzesten Weg, ne? Vielleicht ist das gar nicht so schlau. Das Logistikterminal. Verteilbare Bauernhof 1 fährt dahin, okay. Und das Logistikterminal holt da nur ab, oder? Das muss ich einmal kurz checken. Dragunov Wiese Kornspeicher, naja. Also nochmal, das ist der Dragunov-Kornspeicher BH1. Und das ist der Dragunov-Kornspeicher BH2. Und das ist das Dra-Riesensilo. Nennen wir es mal so. So. Und was machen wir hier? Wir laden nur auf aus diesen beiden Dingern. Und nur ab da hinten. Wir laden hier gar nicht aus. Ja, auf. Doch, an der Straßenladungsstation. Natürlich tun wir das. Ich sollte vielleicht auch mal benennen. Das ist die Drakorn-Ladestation. Drakorn. Das ist wie Jakorn. Nur mit Dra statt. Ne, ihr versteht, was ich meine. Okay, und die Fahrzeuge hier, sind die im Depot oder sind die auf dem Weg? Ne, die sind alle unterwegs. Okay. Jetzt ist die Frage, wie belasten wir hier die Infrastruktur bei den Silos aktuell gar nicht. Alles klar, ne? Hier ist eine wunderbar gesunde Menge an sowohl LKW als auch Korn vorhanden. Da müssen wir im Moment nichts machen. Ja, hier hätte man eine Ladestation gebrauchen können, ne? Aber wie gesagt, das hier steht als nächste Industrie auf der Liste bei mir. Das wird verlegt. Hm. Okay, ich bin gerade nicht mehr so progressiv. Vielleicht ist ein guter Zeitpunkt, vielleicht mal die Folge zu beenden. Hier ist abgeerntet. Die können wir nochmal eben... Komm, ich mach noch eine Runde Kiesstraßen. Das hatte ich eigentlich vorhin gesagt und habe es dann nicht gemacht. Wir machen mal die Kieszufahrten hier für die ganzen Felder. Und ich glaube, hier oben ist alles fertig. Alles fertig, alles fertig. Die hier, die wollen wir uns offen halten. Kurze Frage, wird das hier... Ne, wird natürlich nicht angenommen. Das heißt, wir müssen mal eben noch Schüttgüter und Arbeiterkolonne anschließen. Schüttgüter und Arbeiterkolonne. Auch alle völlig tatenlos übrigens. Ja, seit wir Putzki aus Kolata bedienen, haben wir hier in Dragunov gar nicht mehr so viel zu tun. Wäre die Frage, ob wir das irgendwie 1, 2, 3, 4, ob wir das irgendwie wieder ändern wollen oder ob das so ist. 4. Ich glaube, hier sind es 5. Irgendwas muss ich vergessen haben. Aha, da war so.
Nee, also ist die Frage, ob die zu fett wird langsam, die Bauindustrie aus Dragunov, ob wir die versetzen müssen. Das sind ja verschiedenste Gebäude da und so, ob wir die vielleicht auch mal aus dem Zentrum raus, wo aus dem Zentrum raus, macht gar keinen Sinn. Ja, vielleicht das Zusammenschrumpfen in Dragunov, dass wir das vielleicht mit, wieder mit einem Büro oder zwei weniger machen, wie in Koloff im allgemeinen Bauamt. Und dann vielleicht nach Putski weiter wandern mit verschiedenen Fahrzeugen. Weil Putski eigentlich keine Baustadt sein soll. Naja, ich glaube, das ist ein weit entfernter Plan. Ja, hier zwei Stücke Kiesstraße mal wieder setzen müssen wir noch. Habe ich ja gerade schon angekündigt. Wobei hier viel gerade fährt. Warum fahren die denn ja alle? Egal, ihr könnt auch da hinten über die Brücke. Stellt euch mal alle nichts so an. Glück. Wieder ein Stück und komm. Ich könnte auch irgendwie von zwei Seiten hier dran. Wenn wir irgendwann fertig werden damit. Die ist noch nicht fertig, leider. Okay. Dann will ich die Kolatar noch. Die Bewohner von Kolatar noch ein bisschen nerven. Mit dem Stück und dem Stück. War das automatisch zugewiesen? Nein. Putkies und Arbeiter. Und ja. Eigentlich kann ich das auch aus Dragunov machen lassen, ne? Da ist ja, die haben ja eigentlich nichts zu tun gerade. Gut. Guys and Girls, dann sind wir fertig für heute. Im Moment ist es immer wieder ein Übersprudeln von Projekten gerade. Ich werde der Sache nicht so richtig her. Achso, die erreichen die Bushaltestelle jetzt nicht mehr. Weil ich den Weg gesperrt habe. Warum habe ich den? Ich habe die Umfahrungsstraße vergessen zu bauen hier. Das sollte ich noch schnell tun. Das wäre ein wichtiges Ding, würde ich sagen. Das sollte euch wieder einen Pfad geben, oder? Ja, sehr gut. Das war hier, die beiden Anschlussstücke werden auch schon gebaut. Die Rohrleitung. Achso, die Rohrleitung. Mein Gott, die Rohrleitung, hier ist sie. Die zumindest beliefert. Gut, so, das war's gewesen für heute. Jetzt reicht es. Wir sehen uns morgen. Bis dahin, ciao, ciao.